Sein Charakter ist eigentlich Liebe, er ist komplett vertrauenswürdig, er will einfach nah sein und ich muss nicht perfekt sein und mich nicht vorher irgendwie zurechtstutzen. Ich liebe wirklich diese Szene, wo die Kinder sich hinter der Mauer verstecken und Jesus dann da vorne ist und sie erstmal gar nicht so richtig interagieren. Da komme ich mir vor, wie wenn ich selbst in der Bibel lese und Jesus macht einfach so sein Ding in der Geschichte in der Bibel und ich bin aber gar nicht Teil von der Geschichte. Ich beobachte, ich lese ja nur die Geschichte oder bei The Chosen. Ich schaue ja nur den Bildschirm an und bin wirklich nicht in der Geschichte drin. Und dann manchmal habe ich aber so Momente, wo ich so das Gefühl habe, wie als ob Jesus auf einmal zu mir direkt redet, so wie er zu den Kindern dann auf einmal direkt redet, mitten in seinem Gebet zum Vater redet er eigentlich die Kinder an und beginnt zu interagieren. Und so habe ich auch manchmal das Gefühl, wie, dass die Serie oder auch die Bibel auf einmal zu mir direkt spricht oder dass Jesus zu mir direkt spricht. Und dann werde ich auf einmal vom Zuschauer so zum Angesprochenen und idealerweise, ja, irgendwie muss ich auch darauf reagieren, wenn ich mich angesprochen fühle. Ich kann es ignorieren, was ja auch eine Reaktion ist. Aber ich kann auch ja, dadurch dann mein Leben ändern oder dem Impuls nachgehen. Und dann finde ich, dann hört es auf, einfach nur eine Geschichte zu sein, der ich zuschaue. Und es wird eine Beziehung oder ein Dialog zwischen mir und Jesus. Ich würde sagen, die ersten 18 Jahre irgendwie mittendrin so im Kirchendunst und deswegen nicht weit weg, aber irgendwie so umnebelt, aber ich habe es nicht begriffen und dann irgendwann habe ich so ein Erlebnis mit Gott gehabt und dann war mir klar, krass, sein Charakter ist eigentlich Liebe, er ist komplett vertrauenswürdig, er will einfach nah sein und ich muss nicht perfekt sein und mich nicht vorher irgendwie zurechtstutzen. Ja, und seitdem irgendwie vertraue ich ihm, dass er es gut mit mir meint. Aber ich habe auch Phasen, wo ich so irgendwie misstrauisch werde und mir denke, Mensch, was passiert alles in der Kirche und sonst wo und dann muss ich mir wieder anschauen, wer Jesus eigentlich ist, um wieder so nah ranzukommen.